Ja, hallo und guten Abend. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Hashtag CDU Konkret. Die CDU Nottuln hat dieses Veranstaltungsformat geschaffen, um auch während der Corona-Einschränkungen den Bürgerdialog fortsetzen zu können. Wir interviewen hier Personen des öffentlichen Lebens, um interessante und aktuelle Themen zu besprechen. Da uns als CDU die Schulen in Nottuln sehr am Herzen liegen und wir sie so gut wie möglich unterstützen möchten, soll es heute Abend um die Liebfrauenschule in Nottuln gehen. Diese Schule wurde im Schuljahr 2012/2013 von einer bischöflichen Realschule in eine bischöfliche Sekundarschule umgewandelt. Und wir haben daher heute Abend den Schulleiter der Liebfrauenschule, Heinrich Willenborg, zu Gast. Einen schönen guten Abend, Heinrich, und herzlich willkommen. Da bin ich. Ja, danke für die Einladung. Auch herzlich willkommen in der Liebfrauenschule. Das ist wörtlich zu nehmen. Ich sitze nämlich tatsächlich hier in meinem Schulleiterbüro. Ich bin heute Abend nochmal in die Schule gekommen für diese Veranstaltung. Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch sehr, dass du bei Hashtag CDU heute Abend mitmachst. Wir, das Gerne. sind heute Abend wieder zwei Moderatoren, nämlich der CDU-Ratsherr Martin Gesmann. Hallo Martin. Hallo Andrea. Hallo. Hallo. Martin arbeitet schon seit einigen Jahren im Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde mit. Und die zweite Moderatorin bin ich. Mein Name ist Andrea Quartalmann. Ich bin seit September CDU-Ratsfrau in Nottuln. Ja, offiziell seit Oktober. Mein Bezug zum Thema Schulen begründet sich in vielen Jahren Mitarbeit in der Elternpflegschaft und Schulpflegschaft an den Grundschulen unserer Kinder und später dann auch am Robert-Neudeck-Gymnasium. Ja, viele von euch kennen unser Veranstaltungsformat sicher schon. Für die neuen Zuhörer und Zuschauer, wir haben Fragen vorbereitet oder zugesandt bekommen, die wir heute Abend Heinrich stellen werden. Ihr könnt aber auch jederzeit noch gerne über die Kommentarfunktion weitere Fragen an uns senden und die werden wir dann gern weiterleiten. Wir haben heute Abend eine Stunde Zeit. Nach einer halben Stunde gibt es so eine kleine Unterbrechung. Es hat sich angeboten mit Entweder-oder-Fragen, um das ein bisschen aufzulockern, am Ende auch nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen mal direkt los. Ich bin gespannt. Heinrich, du bist jetzt schon einige Jahre an der Liebfrauenschule als Lehrer, Konrektor und jetzt in den letzten Jahren als Schulleiter aktiv. Daher hast du die Umstellung von der bischöflichen Realschule zur bischöflichen Sekundarschule miterlebt und begleitet. Sind neue Aufgaben oder Anforderungen dazugekommen? Ja, ich habe es tatsächlich live erlebt. Vielleicht kurz vorab für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind anders zu einer Sekundarschule geworden, als das sonst so gewesen ist. Bei den anderen Schulen ist es so gewesen, eine Schule wurde auslaufend gestellt, die wurde abgewickelt und die neue Schule wurde eingerichtet und so langsam aufgebaut. Und bei uns waren beide Prozesse sozusagen in der Hand der gleichen Schulleitung und des gleichen Kollegiums. Wir haben uns also quasi intern so langsam von der Realschule umgeschichtet in eine Sekundarschule. Und das war natürlich ein wahnsinnig spannender Prozess für uns alle. Vielleicht mal vorab, vor allen Dingen hat es auch eine ganze Menge Arbeit mit sich gebracht, das kann man sich bestimmt vorstellen. Was die Schule anbelangt, das Erste liegt auf der Hand. Wir haben eine andere Schulorganisation. Also wir haben damals gesagt, wir haben kleinere Klassen. Warum das so ist, da komme ich gleich noch dazu. Wir haben neue Kernlehrpläne bekommen, wir haben eine neue Schülerschaft bekommen, wir haben auch eine neue Stundentafel bekommen. Neue Unterrichtsfächer zum Beispiel haben wir in den Fünfern und Sechsern die Fächer Geschichte, Politik und Erdkunde zu GL zusammengelegt. Später dann sind das wieder die normalen Unterrichtsfächer ab der Klasse 7. In den Naturwissenschaften haben wir das. Wenn man durch die Schule geht, sieht man, dass das Fach Arbeitslehre einen völlig anderen Stellenwert bekommen hat. Die Küche war früher so etwas, was man am Nachmittag benutzt wurde. Das ist jetzt total integraler Bestandteil unserer Arbeit hier. Der Technikraum genauso. Das heißt, man sieht an der Organisation und bis in die Gesch Nutzung der Räume hinein, wie sich unser Schulleben verändert hat. Aber das Allerwichtigste, und das ist ja auch naheliegend, wir haben eine veränderte Schülerschaft in Nottuln. Eben kurz zur Erinnerung, es war ja unter anderem dieser Schritt auch deswegen in die Wege geleitet worden, weil die Hauptschule in Nottuln ihre Arbeit aufgegeben hat
Und unter anderem ging es auch darum, ein gutes Schulangebot für die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule zu schaffen. Aber der Auftrag der Sekundarschule ist, Kinder aller Empfehlungen und aller Leistungsfähigkeiten zu beschulen. Das heißt, wir nehmen nach wie vor Kinder von der Hauptschulempfehlung bis hin zur Gymnasialempfehlung auf. Das ist unser Auftrag und dem kommen wir auch nach. Natürlich, weil wir ein Gymnasium hier vor der Haustür haben, ist der Anteil der Gymnasiasten bei uns nicht so hoch. Ansonsten versuchen wir doch ein möglichst ausgewogenes Verhältnis hinzukriegen. Naja, und dann ist es so, was macht man, wenn man statt Kinder aus einer Leistungsgruppe jetzt Kinder aus den unterschiedlichsten Schulen mit den unterschiedlichsten Empfehlungen und mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten unterrichten muss? Das Zauberwort heißt Differenzierung. Also wir müssen schon bei den Kleinen anfangen, Bindifferenzierung zu machen. Und dann zieht sich dieses Prinzip der Differenzierung durch die ganze Schule. Und wenn wir jetzt einen Abschlussjahrgang haben mit 100 Schülerinnen und Schülern, dann haben wir wirklich 100 individuelle, unterschiedliche Zeugnisse. Die haben alle ihre ganz eigene Lernentwicklung und Schulentwicklung bei uns durchgemacht. Und das war auch das Erste, was wir lernen mussten als Realschullehrer, nämlich, das nennt sich im Fachjargon Unterricht in heterogenen Lerngruppen. Also, wie unterrichte ich so, dass Schüler mit unterschiedlicher Leistungsstärke in dem gleichen Unterricht nach ihrer Leistungsfähigkeit gefördert werden können? Das kann man nur durch Differenzierung machen und dazu muss man wirklich den gesamten Unterricht umstellen. Also, wir mussten es alle neu lernen und organisieren. Eine zweite Sache, die wir machen mussten, ist, wir mussten uns sehr viel genauer darüber abstimmen, wie wir auch das soziale Miteinander vernünftig gestalten. Also klare Verhaltensregeln schaffen, sehr großen Wert auf soziales Lernen legen. Wir haben mindestens eine Stunde pro Woche immer fest im Stundenplan plus die unterschiedlichsten Projekte, wo es nur darum geht, dass die Kinder in ihrer Gruppe gut miteinander umgehen, weil wir die Erfahrung haben, dass das soziale Miteinander total wichtig ist, auch für den Lernerfolg am Ende der Schulzeit. Und drittens ist die Frage der Kooperation. Wir müssen unglaublich eng zusammenarbeiten. Kann man sich vorstellen, wenn man 5 Englischkurse in einem Jahrgang hat, 3 E-Kurse und 2 G-Kurse, man möchte die Kinder alle zu denselben Chancen, zu denselben Abschlüssen führen, dann müssen die Kollegen wahnsinnig viel miteinander kommunizieren. Das heißt, die Fachkonferenzen und auch die Teamkonferenzen haben einen wahnsinnig hohen Stellenwert und Teamarbeit und Kommunikation ist das A und O, was wir im Moment leisten müssen. Beim Beginn der Schule war es so, aber es ist jetzt auch in den Prozessen Corona nochmal total deutlich geworden. Also Teamarbeit und Kooperation und gemeinsame Verständigung auf gemeinsames Handeln ist ein total wichtiger Teil im Moment bei uns. Ja, danke schön. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Herr Willenburg. Jetzt neben der Liebfrauenschule haben wir auch noch das Rupert-Neudeck-Gymnasium als weiterführende Schule hier in Nottuln. Und Sie brachten gerade so schön das Thema Kooperation bei Ihnen auch in der Schule. Aber wie sieht das denn so zwischen das Verhältnis zwischen diesen beiden Schulen aus? Wir hatten vor ein paar Monaten Frau Glanemann bei uns zu Gast und die sprach schon davon, dass das sehr gut läuft, dass auch das Verhältnis zwischen Ihnen sehr gut läuft. Da war gerade die Zeit, wo an beiden Schulen auch die Corona-Fälle waren, jeweils der eine. Deswegen so ein bisschen die Frage auch nochmal in Ihre Richtung, wie Sie so das Verhältnis einschätzen und ob es schon oder ob es weiterhin gemeinsame Projekte auch gibt, die Sie aktuell fahren, beziehungsweise die Sie vielleicht auch jetzt zukünftig angehen wollen. Also es gab, ich bin ja jetzt schon länger an dieser Schule, es gab schon zu Realschulzeiten immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen. Es gab auch in der Vergangenheit immer schon mal wieder gemeinsame Projekte. Wir haben vor allen Dingen auch diesen kurzen Draht gepflegt, wenn es darum ging, Schulwechsel zu ermöglichen, uns über die Laufbahn von Kindern zu verständigen und ähnliches mehr.
Ich kann aber auch sagen, ich empfinde das auch so. Wir haben im Moment wirklich eine ganz besonders gute Zusammenarbeit. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir auch persönlich wirklich einen guten Draht zueinander haben. Es gibt ein paar äußere Zusammenarbeiten, die sind sowieso in Stein gemeißelt. Also wir haben einen Kooperationsvertrag, der sowieso festlegt, dass wir bestimmte Dinge aufeinander abstimmen, so dass die Kinder, die an unserer Schule den Abschluss machen, ohne allzu große Reibungsverluste an das Rupert-Neudeck-Gymnasium wechseln können, dass solche Wechsel auch zwischendurch möglich sind. Dann haben wir einige pädagogische Projekte, die wir miteinander machen. Es gibt schon seit Jahren etwas, das nennt sich der eckige Tisch. Da sind auch die Grundschulen dabei. Wir verständigen uns darüber, wie ist Unterricht in bestimmten Bereichen aufgestellt in den Grundschulen, wie ist er am Gymnasium, wie ist er an der Realschule, welche Absprachen können wir treffen, damit Übergänge zwischen den Schulen gut möglich ist. Und ich finde aber, dass wir so in den letzten Jahren nochmal einen Extraschritt gemacht haben. Und der ist eher so auf der informellen Ebene. Wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit, finde ich auch viel einfach so mal der schnelle Anruf. Jetzt, ich habe heute Nachmittag einmal kurz angerufen bei Jutta Glanemann gefragt, wie macht ihr es denn jetzt mit diesen Selbsttests, die überall jetzt in den Schulen aufschlagen? Dann verständigt man sich mal kurz. Und das ist einfach ganz gut zu wissen, wie machen die es, weil ja Schülerinnen und Schüler möglicherweise aus Familien kommen, die in ein Kind an unserer Schule haben, ein Kind an dieser Schule haben. Deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir treffen uns regelmäßig und besprechen alle wichtigen Dinge, die so das Schuljahr angeht. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass insgesamt die Kooperation der Schulen in Nottuln nochmal einen neuen Schub gekriegt hat. Wir arbeiten wirklich jetzt inzwischen auch ganz toll und sehr unkompliziert mit allen Grundschulen und auch mit der Stever-Schule zusammen. Da hat sich inzwischen ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gebildet, was viele Prozesse sehr einfach und sehr gut macht, wie ich finde. Was die Projekte anbelangt, vielleicht kann ich noch eins nachschieben. Aktuell haben wir einen gemeinsamen Kurs am Gymnasium und bei uns. Das ist der Kurs Rechtskunde für die 9er, 10er im Wahlergänzungsunterricht. Das ist eine richtige Kooperation, die an beiden Schulen läuft. Wir haben ein traditionellen hohen Stellenwert in Nottuln hat, möglicherweise in Kooperation zwischen diesen beiden Schulen auch gestalten. Das gab es früher schon einmal, das möchten wir wieder aufleben lassen. Das ist ein bisschen jetzt bei Corona unter die Räder gekommen. Also es gibt einiges. Ich finde, es gibt eine Verbesserung und Intensivierung auch in der letzten Zeit. Und es gibt auch noch das eine oder andere, was wir im Köcher haben, was wir noch vorhaben in Zukunft. Wir sind gespannt. Ja, wir sind auch gespannt. Mal sehen, was sich umsetzen lässt. Ja. Hängt auch ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab. Wir müssen einfach abwarten. Wenn Corona ist, dann ist man einfach so ein bisschen gefesselt bei den Möglichkeiten. Ja. Danke. Ja, womit wir wieder beim Thema sind, auch wenn das niemand mehr hören kann, im Grunde Corona. Aber weil es ja diese Corona-Pandemie die Schulen vor so große Herausforderungen stellt, müssen wir es natürlich heute Abend ansprechen. Naja. Heinrich, wie hast du oder habt ihr diese Zeit an der Schule erlebt oder erlebt sie noch? Und insbesondere, wie kommen die Schülerinnen und Schüler mit dem Distanzunterricht zurecht? Und Ja. vielleicht noch, was würdest du dir im Hinblick auf Corona für die Zukunft wünschen und vor allem auch von der Politik? Also, ich finde, man muss erstmal beim Thema Corona uns zugestehen, was wir auch in der Politik und vielleicht auch bei vielen Menschen zu Hause erleben. Es ist halt viel Sorge im Spiel, viel Unsicherheit auch im Spiel, mit der wir da umgehen müssen. Und vor allen Dingen müssen wir uns immer wieder bemühen, die möglichst besten Rahmenbedingungen zu schaffen für ein Szenario, von dem wir noch nicht wissen, wie es sich am Ende entwickeln wird. Und wir hatten sehr unterschiedliche Phasen. Beim Lockdown vor einem Jahr, glaube ich, hat es alle Schulen mehr oder minder kalt erwischt. Wir brauchten eine Weile, bis die digitalen Tools am Start waren, bis wir die Organisation voneinander hatten. Dann haben wir so eine Art Routine entwickelt mit den Wochenplänen und der Schulplattform, die wir implementiert haben. Das hat auch insoweit ganz gut funktioniert. Aber dieses Lernen auf Distanz, wenn da wirklich so eine Riesendistanz dazwischen ist,
bei den Wochenplänen ist es immer so, dass man nicht nur die räumliche Distanz hat, sondern auch die zeitliche Distanz, bis die Ergebnisse zurückkommen. Das ist auf Dauer für unsere schulische Arbeit keine besonders gute Idee. Der zweite große Punkt ist der Infektionsschutz. Was müssen wir an Hygienemaßregeln, an Maßnahmen, an Vorsorge vor Ort treffen, damit wir nicht krank werden alle miteinander, damit wir hier uns nicht gegenseitig infizieren? Das müssen wir immer wieder nach Lage der Infektionszahlen überprüfen, revidieren. Ich finde, wir haben, ich gehe jetzt mal davon aus, von dem, was ich von den anderen Schulen höre, auch einen guten Job gemacht, obwohl wir keine Hygieneexperten sind. Wir haben bislang, toi, 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 man braucht auch ein bisschen Glück dazu, kein Superswelling-Event hier in der Schule gehabt. Wir hatten zweimal die Infektion in der Schule und eine Quarantäne. Das ist beides Mal ein begrenztes Ereignis geblieben. Das sagt uns erstmal, dass wir glauben, dass unsere Vorsorgemaßnahmen funktionieren. Ich will da mal ganz deutlich auch das Gesundheitsamt in Coesfeld mit einschließen. Das fand ich sehr gut und unkompliziert, die Zusammenarbeit. Das braucht es auch, damit es gut läuft. Dann hatten wir ja zwischenzeitlich alle mal die Hoffnung, dass wir mehr Präsenz wagen dürfen und dass wir auch in mehr Präsenz unterrichten dürfen, die uns dann zu Weihnachten wieder kalt erwischt hat und uns das zweite Mal den großen Lockdown beschert hat. Und wir haben eine Entscheidung getroffen zu der Zeit, dass wir nicht mehr in die Wochenplanarbeit gehen, sondern dass wir den Stundenplan unserer Kinder digital abbilden. Und das bedeutet, dass wir wirklich 60, 70, 80% des Stundenplans in Videounterricht unterrichtet haben. Das halten wir nach wie vor didaktisch für die richtige Entscheidung. Also Kontakt zu den Kindern haben, direkte Ansprache haben, erklären können, Fragen stellen können, Fragen beantworten können. Man kauft sich das ein mit einer größeren Abhängigkeit von der Technik. Wenn man in der Videokonferenz ist, dann merkt man sofort, wenn das Internet hakt. Das habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir vor 5 Minuten auch gerade mal kurz ein eingefrorenes Bild gehabt. Das haben wir natürlich im Unterricht bei der besten Ausstattung, die man haben kann, kommt es immer wieder an verschiedenen Stellen im Internet, bei den Servern, auch gerade, wenn ich das richtig sehe, kommt das immer wieder vor. Und das merkt man dann auch sofort. Also man begibt sich technisch gesehen eigentlich in eine etwas größere Abhängigkeit. Und das ist noch nicht flächendeckend, finde ich, so gelöst, wie es sein müsste, damit man guten Distanzunterricht machen kann. Pädagogisch gesehen halten wir das für total unverzichtbar, nah bei den Schülern zu sein und so viel Unterricht tatsächlich auch abzubilden, wie wir können in Distanzunterricht. Jetzt freuen wir uns allerdings auch tatsächlich, wenn die Kinder dann wieder vor Ort sind, weil gerade bei unseren Schülerinnen und Schülern ist Unterricht ein Beziehungsgeschehen. Also die vor Ort zu haben, mit denen sprechen zu können, dass die auch miteinander sprechen, das ist so unverzichtbar. Und jetzt sind wir eigentlich permanent, ihr habt das ja mitbekommen, die gerade in Coesfeld fahren die Inzidenzzahlen gerade Achterbahn, von 20 auf 40 hoch, wieder runter unter 30, jetzt bei 50. Das macht eine Planung wirklich schwierig und man muss immer wieder nachjustieren. In der Abwägung ist es wichtiger, dass die Kinder jetzt präsent im Unterricht sind. Ist die Gefahr größer, dass die vom Lernprozess abgekoppelt werden, wenn sie noch länger zu Hause bleiben? Ist die Gefahr noch größer, dass es in den Familien nicht funktioniert? Oder ist die Gefahr größer, dass sie sich anstecken hier an der Schule? Und das ist wirklich eine schwierige, immer wieder neu nachzujustierende Entscheidung, die wir zu treffen haben. Also diese Unsicherheit bleibt bei aller Erfahrung, die wir jetzt sammeln, bleibt sie. Naja, und technisch gesehen sind wir jetzt alle Experten geworden. Also wir haben einen richtigen Boost gekriegt. Wir haben die eine Plattform jetzt am Laufen, bereiten uns darauf vor, nochmal wieder einen Switch auch zu machen zu einer Plattform, die ein bisschen performanter ist. Können alle inzwischen mit digitalen Tools umgehen. Jeder weiß inzwischen, was ein Padlet ist und jeder hat Zoom auf dem Rechner. Das hätten wir uns vor einem Jahr wahrscheinlich alle nicht träumen lassen. Da haben wir einen richtigen Schub gekriegt. Ja, klasse, vielen Dank. Darf ich vielleicht noch eine Frage nachschieben, Martin? Ja, klar, du hattest gerne, vorhin, ja, Heinrich, du hattest vorhin die Selbsttests oder Schnelltests erwähnt und dass du dich mit Jutta abgestimmt hast. Wie steht ihr dazu?
Seht ihr das als Hilfe, als Belastung an nächste Woche? Es ist zu früh, davon von Abstimmung zu reden. Wenn ich das richtig war, hat Jutta Glanemann die noch gar nicht gekriegt. Wir haben sie jetzt gerade ganz frisch auf den Tisch gekriegt. Wir müssen sie uns erstmal angucken, mit den Videos und Anweisungen abgleichen. Organisatorisch müssen wir das regeln. Das größte Problem sehen wir eigentlich gar nicht mal in der Technik, sondern in der Frage, wie begleiten wir das eigentlich pädagogisch? Eben. Was machen wir eigentlich mit einem Kind, was da eine positive Rückmeldung kriegt? Da kann man noch so viele Videos über die Anwendung der Testkits ins Netz stellen. Das ist eine Sorge, die wir hier vor Ort haben. Und da sind wir im Moment noch wirklich in sehr, sehr intensiven Diskussionen. Und das will vor allen Dingen von der Seite aus nochmal durchdacht werden. Und das ist im Moment auf dem Weg. Aber es ist, man kann doch nicht sagen, dass wir das jetzt einen Tag, nachdem die Dinger bei uns im Paket im Flur standen, dass wir das schon geregelt hätten. Und deswegen kann man jetzt auch noch nicht sagen, wir hätten eine Abstimmung. Wir haben einmal kurz gehört, wie ist es eigentlich jetzt im Moment bei euch? Wie ist der Stand bei uns? Und jetzt müssen wir das auch Schule für Schule ein bisschen individuell klären, wie es gehen kann. Ja, ich glaube, da seid ihr auch auf die Unterstützung der Familien wieder angewiesen, denn die müssen ihre Kinder eventuell ja dann wieder abholen bei positivem Test, oder? Zum Beispiel. Ja. Und müssen sie eventuell, bis sie den PCR-Test machen, zu Hause isolieren? Müssen die Testung besorgen? Ja, das sind alles so Fragen, die sich dann hinten anschließen. Und vieles davon ist wirklich auch pädagogischer und zwischenmenschlicher Natur und hat gar nicht so viel Technisches. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, Herr Wimbock, Sie sprachen es ja gerade schon an und es gehört ja irgendwie schon mittlerweile zusammen, Themen Corona und Digitalisierung. Wir können ja froh sein, dass wir mittlerweile so weit sind, wo wir stehen. Und nichtsdestotrotz, in den ganzen Ausschusssitzungen, wo ich mit dabei bin, wo es um Digitalisierung an den Schulen geht, da kümmern wir uns ja mehr oder weniger oder etwas intensiver würde ich sagen, ich will es mal so ausdrücken, um die gemeindlichen Schulen. Jetzt wäre nochmal so die Frage auch in Richtung einer bischöflichen Schule, wie sieht das bei Ihnen so aus mit Ausstattung, Breitband etc. und vielleicht auch so ein bisschen den Blick in die Zukunft gerichtet. Was Projekt war, die Schüler in Zukunft freuen bei Ihnen? Ja, ich hatte gerade so ein bisschen einen Hänger, aber es geht um digitale Ausstattung und das, was wir so an Plänen in dieser Richtung haben und was bislang vorliegt. Fangen wir mal mit dem Ist-Stand an. Wir sind bei allem, was noch an Problematik ich gerade geschildert habe, sind wir insgesamt von der Ausstattung her sehr, sehr glücklich. Wir haben eine ganze Menge Gelder aus Gute Schule 2020 wirklich direkt in unsere Ausstattung einer Schule stecken können. Ich glaube, es arbeitet kein einziger Kollege mehr mit einem Stück Kreide an unserer Schule. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Wir sind komplett, wir haben komplett in allen Klassen digitale Whiteboards mit einem angeschlossenen Computersystem und Internetzugang. Also was die Präsentations- und Organisationstechnik anbelangt, die ist jetzt flächendeckend vorhanden. Wir sind als Schule ans Breitband angeschlossen, das ist auch super, und wir sind komplett mit dem WLAN ausgeleuchtet. Also von daher sind wir super glücklich. Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass trotz allem das noch nicht reicht. Also es sind noch nicht alle Komponenten so, dass sie immer und vor allen Dingen unter Volllast funktionieren. Wir haben immer noch Nachbesserungsarbeit zu leisten. Wir haben uns, als das Programm Gute Schule 2020 aufgelegt wurde, entschieden, dass wir nicht zuerst in Endgeräte investieren, sondern in Infrastruktur. Wie gesagt, alle Klassen sind mit WLAN und mit Minis und digitalen Whiteboards ausgestattet. Das steht, der Zugang zum Netz, der steht. Die Tools für die Kollegen sind vorhanden. Die Plattform Schulbistum heißt sie bei uns, steht. Das ist super. Nächster Ausbauschritt dazu wäre, dass wir Apple TVs installieren wollen, damit wir direkt mit den
Endgeräten auch auf die Präsentationstechnik zugreifen können, damit wir das gut miteinander vernetzen. Endgeräte haben wir im Moment noch nicht in iPad-Klassen oder Ähnliches umgesetzt, sondern wir haben das Ganze in mehreren mobilen Informatikräumen, so haben wir es immer genannt, bei uns an der Schule umgesetzt. Wir haben 3 Koffer mit iPads und 2 Wagen mit MacBooks, die wir projektbezogen und unterrichtsbezogen in die Lerngruppen geben. Und wir haben jetzt, das war natürlich nochmal eine echte Wohltat für die Corona-Zeit, nochmal aus diesem Programm, was die Bundesregierung aufgelegt hat, ganz, ganz viele iPads bekommen, dass alle Kinder jetzt Endgeräte zu Hause haben. Aber das sind ja noch keine Geräte, die sozusagen für iPad-Klassen ausgelegt sind. Was als nächstes kommt, ist die Frage der Einbindung von Endgeräten. Das ist etwas, dem möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen, weil das eine Schulentwicklungsfrage ist, die wir auch noch ein bisschen in den Gremien diskutieren wollen. Ich nehme wahr, dass die Richtung am Gymnasium eher die sein wird, in iPad-Klassen zu gehen. Das könnte eine Entwicklung sein, die wir auch mitgehen wollen. Die Infrastruktur dafür, würde ich sagen, müsste bei uns vorhanden sein. In der Diskussion stehen natürlich auch immer Fragen wie dieses berühmte Bring Your Own Device. Also können die Kinder ihre eigenen Endgeräte mitnehmen und sinnvoll einsetzen. Das ist begrenzt auch jetzt schon möglich, das zu tun. Wir wollen das aber aus pädagogischen Gründen nicht so gerne, dass sie so viel mit ihrem Handy rumvorwerken im Unterricht. Das ist nicht so leicht steuerbar und nicht so leicht zu kontrollieren. Also die nächsten Schritte sind im Grunde die Frage, wie bringen wir jetzt die Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler? Werden das die iPad-Klassen sein oder werden wir weiterhin projekt- und unterrichtsbezogen arbeiten? Und das wollen wir eigentlich zunächst mal pädagogisch diskutieren. Also wenn wir die jetzt einführen, haben wir einen pädagogischen Mehrwert eigentlich dadurch, wenn wir das tun. Und wenn wir das sehen, dann wollen wir das, denke ich mal, dann werden wir das auch möglich machen. Und es gibt bei uns an der Schule immer eine zweite Frage, die sehr, sehr wichtig sind. Wir haben einen hohen Teil von Familien, die nennt man immer so, die bildungsfern sind. Wir haben auch prekäre Verhältnisse zu Hause. Wir haben einen hohen Anteil an Kindern, die Leistungen aus dem Paket Bildung und Teilhabe beziehen. Wir haben alleinerziehende Familien. Wir haben Kindern mit Migrationshintergrund. Und die Frage ist, wir müssen das, wenn wir das tun, sozialverträglich tun. Also wir müssen immer, das darf kein Projekt für die besser verdienenden Familien sein. Das heißt, wir müssen das nach beiden Seiten hin, nämlich unsere heterogene Schülerschaft auf der einen Seite, dann die Anforderungen der Digitalisierung, total klar, und drittens pädagogischer Mehrwert. Prüfen ist noch nicht spruchreif. Aber so etwas wie iPad-Klassen steht natürlich im Raum und wird mitdiskutiert werden und könnte eine Lösung sein. Würde ich mich aber jetzt im Moment noch nicht festlegen und da den Gremien vorgreifen wollen. Ja, es ist halt ein sehr komplexes Thema, ne? Und es ist, ja. Es gibt da auch nicht die eine Lösung, sage ich mal so, aber was ich ja so mitnehme, ist, dass Sie sich intensiv damit beschäftigen und die Dinge auch versuchen, für die Zukunft so zu gestalten, dass ja auch die nachfolgenden Schüler und die jetzigen Schüler da viel Spaß dran haben werden. Ne? Und das ist ja, sag ich mal so, schon mal ganz wesentlich in dieser Geschichte. Also Sie sehen mich einigermaßen ruhig hier sitzen, weil es so ist, was ich am Anfang gesagt habe. Wir glauben, dass wir von der Infrastruktur her so aufgestellt sind, dass wir das tatsächlich zieloffen diskutieren können. Wir sind da jetzt erstmal nicht geknebelt. Die Voraussetzungen sind, glaube ich, dafür vorhanden. Und jetzt können wir gucken, was wir pädagogisch für sinnvoll halten. Super. Jetzt gucke ich mal kurz, ob wir eine Frage haben an dieser Stelle. Sehe ich jetzt so nicht direkt. Deswegen würde ich Sie jetzt, da wir ungefähr die Hälfte unserer Zeit schon sehr interessant verbracht haben, dazu einladen, ein paar Entweder-oder-Fragen, ganz kurz und knapp. Es sind wirklich dann immer nur 3 Worte, die ich Ihnen nenne. In der Regel. Und dass Sie einfach nur ganz spontan antworten darauf, wo Sie Ihre Präferenz legen. Und ich starte mal so ein bisschen da, wo wir gerade ganz weit vorweg sind, nämlich vom Urlaub.
Meer oder Berge? Eigentlich Meer. Aber seit wir Kinder haben, zunehmend Berge. Okay. Oh Mann, ich bin ein Lehrer. Ich muss dann da zwei Sätze von machen. Ne? Jetzt wird's, aber jetzt wird es einfacher. Okay. Wein oder Bier? Bier. Jetzt bin ich gespannt. Borussia Dortmund oder Bayern München? Werder Bremen. Okay, kann ich mit leben. Tafel oder Beamer? Ja, das ist, glaube ich, einfach. Nein. Jetzt muss ich doch länger sagen. Hätten Sie mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt Tafel. Inzwischen würde ich sagen Beamer. Ja, die Zeit geht ja auch weiter. Ja, dann habe ich noch so Ihre Präferenz, Lehrerzimmer oder Pausenaufsicht? Lehrerzimmer. Okay. Film oder Buch? Wenn ich mich entscheiden muss, Film. Okay, jetzt wird es ein bisschen geografisch. Ich muss dienstlich, deswegen brauche ich ja mal zwischendurch auch mal was, was nicht aufgeschrieben ist. Kann ich absolut nachvollziehen. Europa oder USA? Europa. Jetzt denken wir ein bisschen enger. Letzte Frage an dieser Stelle, Dorf oder Stadt? Kleinstadt. Was ist denn eine Kleinstadt? Ich komme aus einer Stadt Kloppenburg, die hat 20.000 Einwohner. Und ich finde, Nottuln, wenn wir alle Gemeindeteile dazu nehmen, sind wir auch bei 20.000. Das ist eine Größe, die ich gut finde. Kleiner möchte ich es, glaube ich, nicht. Ich habe lange Zeit in Münster gelebt. Meine Frau hat in Hannover studiert. So eine große Stadt bräuchte ich, glaube ich, auch nicht. In Reichweite finde ich sie schön. Zum Leben finde ich aber die Größe von Nottuln sehr, sehr angenehm. Ja, deswegen wohnen wir auch alle da, ne? So ist es. So ist es. Okay, als ich 2003 bin ich nach Nottuln gezogen, da war ich schon Lehrer an dieser Schule und da habe ich meinen Zehntklässlern damals gesagt, ja übrigens, ich ziehe von Münster nach Nottuln und Zehntklässler, die haben mir damals gesagt, Herr, sind Sie wahnsinnig, Sie wohnen in Münster und ziehen nach Nottuln, das kann nicht Ihr Ernst sein. Aber doch, das war super. Gerade mit Kindern ist das ein richtig tolles Leben hier. Ja, ist so. Ja, super. Danke für die Antworten. Das war die erste Runde. Wir hoffen, dass wir noch eine zweite Runde unterkriegen. Also es war jetzt nicht so schlimm, hoffe ich mal, Herr Willenborg. Alles gut. Gut. Super. Andrea. Ja, danke schön. Dann übernehme ich wieder. Es gibt jetzt doch eine Frage, deswegen müssen wir nochmal zurück zu den Selbsttests oder Schnelltests kommen, leider. Arndt Rutenbeck fragt, was sagen die Eltern zum Testen? Wollen viele Eltern, dass ihre Kinder getestet werden? Gibt es da irgendeine Rückmeldung der Eltern an euch? Also, die Landesregierung hat gesagt, es gibt nur Widersprüche. Und wer nicht widerspricht, ist einverstanden. Das ist die Vorgabe der Landesregierung. Das heißt, wir können im Moment eigentlich nur aus dem Negativen das ableiten. Es gibt bischöfliche Schulen, die tatsächlich auch mit Einverständnis der Eltern arbeiten, aber wir sind da der Landesregierung gefolgt. Wir haben keinen Sturm an Ablehnungen, aber es gibt in jedem Jahr, in jeder Klassengruppe, gibt es mehrere Eltern, die das nicht möchten. Ja, das gibt es. Die Gründe müssen Sie nicht nennen, sind mir nicht bekannt. Ich kann es auch verstehen. Es wird Eltern geben, die sagen, den Stress tue ich dem Kind nicht in der Schule an, ich mache das zu Hause. Ich kann das total akzeptieren. Da kann ich aber nur raten. Und aus dem Schweigen der Eltern kann ich im Grunde auch nur schließen, dass sie einverstanden sind. Also so richtig qualifiziert kann ich es nicht beantworten, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, gut, aber danke schön. So ist es. Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Also die Gemeinde Nottuln hat mit dem Bistum ja vor einiger Zeit Verhandlungen um den Fortbestand der Sekundarschule als vierzügige Schule geführt. Und es wurde dann beschlossen, sie erstmal zunächst als dreizügige Schule fortzuführen. Mit 25 Kindern pro Klasse. Jetzt hattet ihr in diesem Jahr ja 86 Anmeldungen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal von uns dazu. Das zeugt ja von großem Vertrauen der Eltern in eure Arbeit. Das sind aber im Grunde dann 11 Schüler zu viel. Ja. Ja, was bedeutet das dann für euch, für die Auswahl von Schülerinnen und Schülern? Wie geht ihr damit um, wenn zu viele angemeldet werden?
Und wie kommen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und Schüler und Schülerinnen mit dieser Situation klar? Das ist ein bisschen vielschichtig. Bleiben wir erstmal bei den Anmeldezahlen. Also das Erste, was man empfindet, ist Freude und Dankbarkeit. Es ist schön, wenn Eltern uns vertrauen. Wir tun wirklich unser Bestes, dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Und wenn das rüberkommt, ist das natürlich ein total schönes Zeichen für uns. Vor allen Dingen, das wissen wir auch beide, dass wir auch schwierigere Jahre gerade hinter uns haben. Und wir hoffen, dass es auch ein Trend ist, dass wir eine hohe Akzeptanz finden. Das wäre für uns immer ein gutes Zeichen. Klammer auf, so richtig schön, das habe ich Jutta Glanemann auch schon selbst gesagt, so richtig schön geworden ist das Ergebnis eigentlich erst dadurch, dass das Gymnasium auch seine Zahlen gesteigert hat. Und dass wir sozusagen beide auskömmlich leben und mit genügend Schülern hier gesegnet sind, das macht die Arbeit für beide Seiten, finde ich, sehr, sehr viel leichter. Klammer zu, das noch am Rande. Für uns ist das aber immer auch ein bisschen zweischneidig. Das bedeutet, dass wir schon in Informationsveranstaltungen den Eltern Reihenwein einschenken müssen und ihnen sagen müssen, zuerstens, wir können nicht garantieren, dass die Anmeldewoche mit einer Zusage endet. Und zweitens, wenn sie nicht auf unsere Schule kommen und den Weg an die Sekundarschule später suchen, weil zum Beispiel das Kind, sagen wir am Gymnasium oder wo auch immer, nicht gut klarkommt, können wir auch nicht garantieren, dass es sofort den Wechsel geben kann, sondern da gibt es Wartelisten in vielen Jahrgängen. Und das ist etwas, das macht nicht so viel Spaß, den Eltern das mitzuteilen. Da gibt es viele lange Gesichter und auch zum Teil auch besorgte Nachfragen. Und das erleben wir dann auch konkret vor Ort in den Anmeldegesprächen, dass es so ist, dass wir den Eltern sagen müssen, so, sie müssen jetzt einfach warten, es tut uns leid. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich das entwickelt und dann melden wir uns. Dann haben wir einen sehr, sehr langen Diskussionsprozess nach der Anmeldewoche. Ich kann das mal eben schildern. Wir sitzen jeden Abend mit unserem dreiköpfigen Team. Das ist die Frau Stahl, die Abteilungsleiterin, Herr Heck, der stellvertretende Schulleiter und meine Wenigkeit zum ersten Mal zusammen und gehen die Gespräche des Tages durch. Also schon da machen wir einen intensiven Austausch über das, was bei uns reingekommen ist an Gesprächen. Und dann machen wir nochmal sehr, sehr intensive Diskussionen, wenn alle Anmeldungen da sind. Wir möchten so gut es geht, vermeiden, dass wir das Losglück, also den Zufall entscheiden lassen. Aber das bedeutet, zu setzen haben. Wir bemühen uns bei unseren Kriterien analog, nicht eins zu eins, aber analog zu den Vorgaben zu arbeiten, die Schule. Es gibt aber eine Sache, die steht, das ist zum Ersten müssen wir einmal mit den Eltern klar haben und auch mal Gespräche klären, dass sind zum Schulträgerschaft schicken, weil wir Vertragspartner werden. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir als leitendes Kriterium haben, ist unser schulischer Auftrag. Kinder aller Begabungen und aller Schulformempfehlungen aufzunehmen und die schon mal angesprochenen heterogenen Lerngruppen zu bilden. Das bedeutet, wir können, wenn wir das gut machen wollen bei uns an der Schule, nicht schlicht und ergreifend schon mal alle Gymnasiasten rausschmeißen oder so. Das geht nicht. Dann gibt es ein paar weitere Kriterien. Geschwisterkinder ist Verhältnis von Mädchen und Jungen und die Stelle, an der es schwierig wird, das sind die sogenannten Härtefälle. Also zu beurteilen aufgrund der Situation, die uns die Eltern geschildert haben, die wir eventuell auch in Rücksprache mit den Grundschulen kennen oder die aus den Akten deutlich wird, wo ist eine Situation, wo wir dem Kind die Fahrt zu einer Schule in einer umliegenden Gemeinde nicht zumuten können. Und das müssen wir sehr, sehr genau prüfen. Und wenn wir dann am Ende sagen, so jetzt ist der Punkt, an dem wir nicht mehr kriteriengeleitet weiterkommen, dann würden wir auch losen. Aber das ist die letzte Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen. Und das haben wir auch in diesem Fall nicht gemacht. Und eine zweite Sache, die immer wieder auch im politischen Raum, das
wissen Sie, Herr Gessmann, und du, Andrea, weißt das auch, immer wieder diskutiert wird, ist die Frage des Zugangs zur Schule. Also ist eine Nottuner Schule eine Schule nur für Nottuner Kinder? Das ist ja mal die Frage, die im Raum steht. Und muss es quasi eine natürliche Bevorzugung von Nottuner Kindern geben? Dazu muss man sagen, dass schon zu Realschulzeiten, also seit ich an dieser Schule bin, die Grundlage eine andere ist. Und wenn wir eine öffentliche Schule wären, wäre es übrigens ganz genauso. Es gelten immer die Kinder als gleichwertig zugangsberechtigt für die, wie die nächstgelegene Schule diesen Types sind. Und das sind wir nicht nur für Kinder, die aus Nottuln selbst kommen, sondern auch für Kinder, die zum Beispiel aus Rohrup kommen oder aus Bullern kommen. Selbst für Kinder, die aus Havixbeck kommen. Und das bedeutet, dass diese Kinder erstmal nicht qua Herkunft von der Aufnahme ausgeschlossen sind, sondern dass wir mit diesen Kindern genauso verfahren wie mit allen anderen Kindern. Und dass auch ein Kind aus dem Nottuner Gemeindegebiet möglicherweise abgelehnt werden muss und dann, wenn ein Rohrupa-Kind angenommen werden wird. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass diese Regelung richtig und sinnvoll ist. Wir haben an den Nottuner Grundschulen pro Schuljahr 200 plus minus x Abgänge aus der vierten Klasse, manchmal 250 sogar. Jetzt waren es, glaube ich, 180. Wenn man sich die Übergangsquoten an die beiden Nottuner Schulen anschaut, dann sieht man, dass an den Nottuner Schulen jetzt in diesem Fall 130, 140 Kinder sind und dass Jahr für Jahr 30 bis 40 Kinder die Gemeindeschulen verlassen, und zwar aus gutem Grund. Es gibt Schüler, es gibt Eltern, die suchen für ihre Kinder den gebundenen Ganztag, zum Beispiel. Oder eine voll ausgebaute Gesamtschule. Das ist ein Angebot, das wir in Nottuln nicht vorhalten, und wir muten den Kindern und den Eltern dann zu, sich die Schule in einem woanders zu suchen. Wir wissen, dass viele Kinder an die Friedensschule gehen. Es ist immer eine mehrere Handvoll Kinder nach Havixbeck. Das ist etwas, was schon zu Realschulzeiten total gängig war. Ich finde im Umkehrschluss es dann auch zutreffend zu sagen, dass wir nicht an der Gemeindegrenze für den umgekehrten Weg einfach die Schotten runter machen können. Also nehmen wir mal ein Beispiel Rohrup, gibt es Kinder, die suchen vielleicht eben nicht den gebundenen Ganztag, den sie vielleicht in Dürben oder wo auch immer, wie unsere. Und sie nehmen es dann für ihre Kinder in Kauf, sie auch in den Bus zu setzen und zu uns zu fahren. Das ist eine Situation, die geht in beide Richtungen. Und ich persönlich finde es folgerichtig, dass wir uns als Gemeinde, beide Schulen der Gemeinde, ich weiß, am Gymnasium sind auch Havixbecker Kinder wieder angemeldet, dass wir dort die Auswahl der Schule an der Stelle auch so begreifen, wie sie im Moment passiert. Und das heißt, die ganz einfache Formel, die Nottulner Schule, natürlich verstehen wir uns als Schule für Nottulner Kinder, aber die ganz einfache Formel, dass das schlicht und ergreifend Gemeindezugehörigkeit, Schulzugehörigkeit bedeutet, das war in Nottuln noch nie so, und ich glaube, das trifft im Moment auch nicht zu. Und zwar gilt das in beide Richtungen. Und solange wir sagen, das ist für uns ein Zugewinn, dass Kinder zur Friedensschule oder nach Havixbeck fahren können, wenn Eltern diesen Typ suchen, dann sollten wir so offen sein zu sagen, das ist auch ein Zugewinn, wenn Eltern aus angrenzenden Gemeinden den Schultyp hier bei uns suchen. Sei es das Robert-Neudeck-Gymnasium oder sei es die Frauenschule. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ja, gerne. Wir haben hier jetzt gerade noch zwei Fragen reinbekommen. Eine von Georg Schulze-Bisping würde ich gerne etwas nach hinten schieben. Ich hoffe, wir kommen dazu noch, weil wir das Thema so auch noch als Frage vorbereitet haben. Marius Deitert, der hat eine Frage, die geht jetzt genau in die andere Richtung zu dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich den Schuleinstieg in die Sekundarschule. Da geht es um den Abschluss. Und er stellt die Frage, wie unterstützt die Schule die Schüler für die Zeit nach dem Abschluss? Die Berufsinformationsmesse hat ja nicht stattgefunden und auch Praktika sind zurzeit bei den Betrieben kaum umzusetzen.
Also da vielleicht von Ihrer Seite so ein paar Hinweise auf die Frage von Herrn Deitert. Ja. Die Elemente der Berufsorientierung haben wir tatsächlich jetzt unter Pandemiebedingungen aufgeschoben. Das bedeutet aber nicht, dass sie aufgehoben sind. Also es gibt die Berufsfelderkundung, die steht gerade so ein bisschen auf der Kippe. Wir müssen abwarten, ob wir die durchführen können. Das Berufspraktikum haben wir jetzt zum Anfang Juni verschoben und hoffen, dass wir es dann tatsächlich durchführen können. Im letzten Jahr haben wir es für die Zehntklässler angeboten, weil sie es damals in der 9. Klasse nicht machen können. Also wir sind als Schule erstens verpflichtet, weil dieses Programm kein Abschluss ohne Anschluss uns auch dazu verpflichtet, bestimmte Angebote vorzuhalten. Das werden wir, wann immer und wie auch immer das möglich ist, für die Kinder weiterhin bereithalten. Die Berufsinformationsbörse, toi toi toi, ist anvisiert, dass sie wieder auferstehen möge zum kommenden Schuljahr. Wir hoffen sehr, dass das funktioniert. Und dann gibt es noch eine Klientel, die jetzt in dieser Frage nicht mit angesprochen worden ist, die Klientel der Schülerinnen und Schüler, die an die weiterführenden Schulen gehen will. Da sind wir zum Teil dafür zuständig, dadurch, dass wir die weiterführenden Schulen bei uns in die Schule zur Informationsveranstaltung einladen. Ich habe im letzten Schuljahr, vor einem halben Jahr ist das gewesen, da standen die Anbieter vor unserer Haustür. Da haben wir einen positiven Corona-Fall gehabt und sind in Quarantäne gegangen. Die haben alle ihren Kram wieder eingepackt und sind gegangen. Wir waren quasi in den Startlöchern. Ich will damit sagen, dass wir alle diese Angebote auf dem Schirm haben und bereithalten und dass wir wirklich Woche für Woche checken müssen, ob wir das und inwiefern wir das umsetzen können. Weil wir wissen, dass das total wichtig ist. Gerade die Anbahnung der Kontakte zwischen Ausbildungsbetrieben und unserer Schülerschaft ist ein total wichtiger Bestandteil. Praktikum ist da ein ganz, ganz großer Anteil. Wir wissen auch, dass es umgekehrt für die Betriebe wichtig ist. Also sie haben gerne die Praktikanten, um auch ihre Fehler auszustecken in die Welt der Schülerschaft und zu gucken. Also es ist für beide Seiten ein total gewinnbringendes und gutes Instrument. Aber wir haben jetzt den nächsten Schritt gemacht, indem wir es verschoben haben. Wir hoffen, dass wir alles umsetzen können, was dort zu tun ist. Aber ein Versprechen darauf kann, glaube ich, im Moment keiner geben, so leid mir das tut. Ja, schöne Grüße übrigens an Marius Deitert. Ich glaube, er ist Schüler unserer Schule gewesen, wenn ich das richtig weiß. Ja, also da nochmal vielen Dank jetzt für die Antwort. Also ja, ich hoffe auch, dass Marius Deitert mit Ihrer Antwort jetzt auch einigermaßen oder sehr gut zufrieden ist. Ich würde jetzt nochmal den Blick werfen auf das, was in der Zeit, seitdem die Sekundarschule besteht, also an Investitionen vielleicht auch gelaufen ist. Wir haben ja die... Sie haben ja eben gerade die Verträge da angesprochen. Was ja in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist, dass sich die Kosten für Investitionen bei Ihrer Schule so 50% vom Gymnasium, vom Gymnasium, was erzähle ich da, vom Bistum und von der Gemeinde getragen werden. Vielleicht so ein kleiner Blick zurück, was ist denn so da in den letzten Jahren so passiert und was ist vielleicht für die Zukunft geplant und vielleicht ganz konkret, ist auch irgendwas im Haushalt dieses Jahr verankert? Ja, ich hoffe, ich plaudere keine Interne aus. Fangen wir erstmal, da bin ich auf sicherem Grund, das, was passiert ist in den letzten Jahren. Relativ bald nach Umwandlung hat es das Projekt des Erweiterungsbaus gegeben bei uns an der Schule. Da sind 6 Klassenräume, 3 Gruppenräume und vor allen Dingen ein erweiterter Bereich für die Übermittagsbetreuung bei uns entstanden. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, im Jahr 2014. Das ist der jüngste Bauabschnitt, den wir hier auf dem Schulgelände haben. Alles andere an Investitionen ist noch zu Realschulzeiten gewesen. Das war
Tatsächlich eine siebenstellige Investition, die ja in unsere Schule hineingeflossen ist. Dann haben wir ganz aktuell, oder ich hole ein bisschen weiter aus, der große Wurf, Ausbau einer vierzügigen Sekundarschule ist dann ja politisch heftig in die Diskussion geraten, mit dem Ergebnis, das wir jetzt alle kennen. Was trotzdem an Investitionen schon mal freigegeben worden ist, da sind wir auch total dankbar für, ist die Sanierung unserer Südfassade. Das ist dieser kleine Schandfleck, wo jahrelang Baulatten drauf waren, damit die Steine nicht rausfallen. Das ist zum Glück jetzt wirklich komplett kernsaniert und auch isolationstechnisch auf den neuesten Stand gesetzt worden. Die Bagger rollen hier nach wie vor meinem Zimmer. Also das ist von der Erhaltung der Bausubstanz wirklich nochmal eine große Maßnahme gewesen, die uns jetzt schon seit einem halben Jahr begleitet. Das waren die zwei großen Schübe an Investitionen, die wir bislang hier hatten. Der große Schub Digitalisierung, den ich gerade angesprochen habe, der ist über das Programm Gute Schule 2020 gekommen. Das sind ja ursprünglich mal Bundes- und Landesmittel gewesen, die ausgeschüttet worden sind, die direkt übers Bistum an uns gegangen sind. Das heißt also, ich darf das vielleicht mal mit einem kleinen Augenzwinkern sagen, die schöne digitale Ausstattung an unserer Schule hat die Gemeinde keinen Cent gekostet. Und da ist wirklich was Schönes entstanden. Also ja, wäre das auf Gemeindekosten gegangen, das hätte auch noch ein paar Euro gekostet, glaube ich. So, und dann ist die 43. Ja, deswegen entstanden, weil wir eine Bausubstanz haben, die eigentlich eine Realschule bedient und nur zu geringen Teilen eine Sekundarschule bedient. Und schon gar nicht, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir mit fünf Förderschwerpunkten inklusiv arbeiten. Also die inklusive Arbeit mit Gruppenräumen und Funktionsräumen für Sonderpädagogen und ähnliches mehr bedient. Das heißt, wir müssen im Moment in sehr, sehr vielen Provisorien arbeiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben an vielen Klassenräumen keine direkt angrenzenden Gruppenräume. Das bedeutet, wir müssen die Arbeit der Sonderpädagogen bündeln an bestimmten Orten in den verschiedenen Gebäuden und haben dort Lernbüros gemacht. Wenn man aber direkt angrenzend zur Lerngruppe wirklich inklusiv arbeiten will, sodass es seinen Namen verdient, nicht parallel, sondern mit den Kindern zum Teil im Klassenverband und zum Teil mit ist in den bestehenden Gebäudeteilen nicht vorhanden. Für unseren Lehrplan ist eine Küche mit vier Arbeitsplätzen und ein Technikraum mit höchstens 16 Kindern, die das bedienen können, einfach viel zu klein. Das passt nicht mehr zu der Stundentafel, die wir abzubilden haben. Und letztlich ist das Personal an unserer Schule auf 30 bis 40 Personen angewachsen, die gerade in einem Lehrerzimmer hocken, das man gut für 30 Personen höchstens machbar ist. Wir haben im Grunde kaum Lehrerarbeitsplätze und Büros für das Funktionspersonal. Also, was ansteht, ist, wir müssen unser Hauptgebäude überplanen und gucken, wie ist das den Anforderungen einer Sekundarschule gerecht zu machen. Schritt 1. Schritt 2. Wir müssen unsere Funktionsräume überplanen. Sind die eigentlich noch angemessen für die Verwaltung und das Backoffice eines so hochdifferenzierten Systems, das wir haben? Und das Dritte, wir arbeiten immer noch mit vier Klassen und einigen Fachräumen in dem ehemaligen Internatsgebäude der Schwestern. Das gilt als nicht mehr sanierungsfähig. Was machen wir mit diesem Gebäude und wie schaffen wir da genügend Raum für den Unterricht? Das sind drei ganz große Projekte. Und weil wir das ganz gerne im Kontext des Schulbauprogrammes sehen, soll die Planung auch entsprechend umfänglich werden. Dazu sind jetzt, ich glaube, das kann ich sagen, im sechsstelligen Bereich Planungsgelder bereitgestellt worden. Und ich gehe auch davon aus, dass die so durch den Haushalt gehen werden, sodass wir tatsächlich eine valide Planung mit verlässlichen Zahlen und verlässlichen Aussagen machen können. Und dann wird der zweite Teil sein, die Abwägung in den politischen Gremien, was
ist an den vielen Investitionsvorhaben der Gemeinde Nordhulen finanzierbar und was kann wie bedient werden? Da traue ich mich im Moment zu keinen Vorhersagen. Es wäre sicherlich in der guten Ausstattung einer Sekundarschule nicht falsch angelegt. Ja, ganz bestimmt. Und wenn alles gut läuft, Herr Willenburg, werden Sie dann hoffentlich auch in den nächsten Jahren Bagger vor Ihrem Fenster herumfahren sehen. Aber ich freue mich drauf. Das sind dann gute Nachrichten, wenn das dann wirklich so passiert. Dankeschön. Ja, da nimmt man schon mal den einen oder anderen Stromausfall in Kauf dafür. Ja, solange es die Breitbandkabel nicht durchjagt, dann geht's, ne? Ja, so ist es. Ja, vielleicht schaffen wir noch eine kurze Frage zum Abschluss. Ich glaube, wir sind schon in der Zeit recht fortgeschritten. In der Presse wird ja oft berichtet, dass viele Eltern zu kirchlichen Schulen tendieren, wenn es um die Schullaufbahn ihrer Kinder geht. Kannst du das so bestätigen, Heinrich? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch eine Frage von Georg Schulze-Bisping, Stichwort bischöfliche Schule. Es gibt ja rund um die katholische Kirche viele Diskussionen, Missbrauchsfälle, jetzt ganz frisch Umgang mit Homosexualität und Segnungen. Wie wird das an der Schule gehandhabt? Greifen Sie das jedes Mal aktiv mit den Lehrenden auf? Gibt es da von der Schülerschaft aktive kritische Diskussionen? Und fördern Sie die kritische Auseinandersetzung? Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist der Anteil von Eltern, die eine gute Schule suchen und die sie auch dann nehmen würden, wenn es eine evangelische Schule wird, steigend. Wir sind auch ein Sonderfall im Reigen der katholischen Schulen, weil wir ja durch unsere spezielle Situation in Nordhulen Kinder aller Konfessionen, auch konfessionslose Kinder, aufnehmen, einen hohen Anteil an muslimischen Kindern haben. Das braucht immer auch Vertrauensbildung. Also, katholische Schule ist ein Label, was, glaube ich, viele mit einer intakten, guten Schule in dem Sinne verbinden, dass dort Menschen sind, die wirklich mit dem Herzen auch dabei sind und die mehr im Blick haben als den nächsten Abschluss oder ob Kind A und B jetzt stört und jetzt endlich mal rausfliegen muss, sondern die wirklich mit viel, viel Herzblut dran arbeiten. Wenn die Eltern zu uns in die Schule kommen, ist es auch das Erste, was ich denen vermitteln möchte, dass es uns nicht darauf ankommt, Kinder christlich zu machen, sondern aus einer christlichen Grundhaltung heraus hier zu agieren. Wir bemühen uns darüber hinaus, dass wirklich eine Respektvorrichtung zu verbinden. Und ich glaube, ich hoffe sehr, dass auch die Eltern der muslimischen Kinder ihnen das bestätigen würden in unserem täglichen Umgang. Also, ich glaube, das Label katholisch ist als solches nicht das Vorrangige, sondern das, was sich hoffentlich in unseren Köpfen und in unseren Herzen und auch ein bisschen in unserem Schulprogramm wiederfindet, an der Sicht des Menschen, am Umgang miteinander, an dem, wo wir Prioritäten setzen, wo wir in einer besonderen Form auch arbeiten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Auch das katholische Milieu in Nordhulen wird ja kleiner, da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Das ist so. Und wir versuchen, eine Schule zu sein, in der das Christentum sichtbar wird. Muten wir den Kindern ja auch in Form von Religionsunterricht und religiösen Veranstaltungen durchaus zu, diese Begegnung, ohne sie vereinnahmen zu wollen. Und ich hoffe, das ist eine Mischung, die gerade so unter den Bedingungen, die wir in Nordhulen haben, eine hohe Akzeptanz, sowohl bei gläubigen Menschen, als auch bei Menschen, die da möglicherweise Schwierigkeiten mit haben, zu finden ist. Was die Situation der katholischen Kirche anbelangt, ich habe gerade eine 9. und eine 10. Klasse im Religionsunterricht und jetzt mal im Ernst, nein, es treibt die Kinder nicht ständig um. Es wird nicht ständig angefragt und hinterfragt, wie das ist. Ich glaube, wir haben 2, 3 wahnsinnig schwierige Jahre hinter uns. Die Situation mit unserem Schulsozialarbeiter hat natürlich genau diese Assoziation wachgerüttelt. Was passiert da im kirchlichen Bereich und wie wird damit umgegangen?
tatsächlich ist es so, das ist aber nicht nur kirchlich, sondern auch juristisch so, dass wir oft gerne mehr kommuniziert hätten, als wir es tatsächlich machen konnten und durften. Dass wir versucht haben, so gut wie möglich das auf- und nachzubereiten, dass wir ein institutionelles Schutzkonzept wirklich auch in Absprache mit der Schülervertretung und der Elternvertretung erstellt haben und in allen Gremien beschlossen haben, bevor wir es verabschiedet haben. Und wenn ich jetzt auf das Erzbistum Köln gucke und auf die Missbrauchsfälle, die in der katholischen Kirche zweifelsohne passieren, geht es mir, glaube ich, wie den meisten katholischen Christen, dass wir alle dazu eine kritische Distanz haben und dass wir sagen, es sind Situationen, die so nicht sein können und die erstens, so wie sie gelaufen sind, inakzeptabel sind und die natürlich strukturell auch Folgen haben müssen und die total die Glaubwürdigkeit unterwandern. Das werden wir alle merken. Das wird unsere Schule irgendwann mit einer großen zeitlichen Verzögerung dann merken, wenn Kirchensteuereinnahmen wegbrechen, die einen großen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute Ausstattung haben. Kleines Beispiel, wenn wir in der Inklusion personell vielleicht besser aufgestellt sind als andere, dann geht an der Stelle auch ein Teil Kirchensteuer in unsere Schule. Und das sind Benefits, die machen wir allen, die an dieser Schule sind, egal ob muslimisch oder getauft, zugänglich. Das heißt, das muss uns alle irgendwo interessieren. Wir müssen jetzt erstmal für uns sehen, dass wir versuchen, unsere eigene Geschichte damit möglichst gut aufzuarbeiten, zu gucken, dass wir mit Kindern so in Beziehung sind, dass das nicht nochmal passiert. Und dass, wenn es passiert, dass wir rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Und die anderen Sachen sind dann wiederum kirchenintern auch zu diskutieren. Also das ist noch relativ frisch zu einem Statement zu den allerneuesten Entwicklungen von heute in Köln, die ich mich im Moment noch nicht hinreißen kann. Nein, alles gut. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, so zum Abschluss schaffen wir vielleicht doch noch mal einmal die Entweder-Oder-Runde. Das ist entspannend, das im Gegensatz zu den anderen Fragen. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja, ja, klar. Okay, so, dann lege ich nochmal los. Ja. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Nutella oder Marmelade? Nutella und Marmelade. Oh. Rosamunde Pilcher oder Tatort? Darf ich noch einmal zurück? Das war jetzt politisch total verwerflich. Im Moment kein Nutella. Palmöl. Wir warten auf die auf den ökologischen Schub bei Nestlé. Mal sehen, ob das irgendwann kommt. Wir werden es ja sehen. Aber ansonsten, ich bin schon ein Nutella-Junkie, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Okay. Entschuldigung. Also, weiter geht's. Rosamunde Pilcher oder Tatort? Weder noch. Politiker. Okay. James Bond. Sportschuhe. Mhm. Sportschuhe oder Pantoffeln? Im Moment Corona, Pantoffeln, mehr als Sportschuhe. Okay. Ferienwohnung oder Hotel? Das müsstest du einmal noch wiederholen für mich, bitte. Ich habe gerade einen kleinen. Ja? Ferienwohnung oder Hotel? Ferienwohnung. Doppelkopf oder Skat? Doppelkopf. Spielt irgendjemand noch Skat? Ich habe keine Partner mehr dafür. Baumarkt oder Handwerker? Wir haben uns mal geschworen, wir buchen so lange Handwerker, wie wir es uns leisten können. Okay. Aber ich werke schon auch ganz gerne mal zu Hause. Also ich bin auch gerne am Wochenende mal im Baumarkt, aber ich muss nicht mehr jede Wand selber streichen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, dann gebe ich noch einmal an Martin. Ja, also Herr Willenborg, vielen, 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 vielen Dank für diese sehr interessante, informative und kurzweilige Stunde, die jetzt schon wieder um ist. Ich glaube es kaum. Sehr, sehr tolle Einblicke in Ihren Alltag und Ihre Schule und in die Dinge, die Sie so vorhaben und planen und was alles so gelaufen ist. Da
bin ich sehr beeindruckt über das, was alles läuft. Und von unserer Seite nochmal vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Rede und Antwort gestanden haben. Ja, ich danke für die Einladung. Die Zeit ist total verflogen, oder? Ja. Ja. Du hast über eine Stunde geredet und es ging schnell. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und für wirklich auch die guten Fragen. Es ist immer mitten ins Herz der schulischen Arbeit gegangen. Von allen Seiten. Wir haben noch ein paar mehr sogar auf dem Zettel gehabt, ja. Aber wir kommen irgendwann bestimmt nochmal wieder drauf zurück. Ja, genau. Da möchte ich nochmal einmal kurz den Blick nach vorne richten, denn nach Hashtag CDU konkret ist vor dem nächsten Hashtag CDU konkret und möchte zwei Termine nochmal verkünden. Und zwar haben wir am Donnerstag, den 8.04.2021, Herrn Marc Henrichmann, unseren Bundestagsabgeordneten, zu Gast. Er wird bestimmt auch ganz viele interessante Dinge zu berichten haben. Und am 22. April, zwei Wochen später, dürfen wir dann mit Dr. Sascha Schönhauser sprechen, Arzt hier aus Nottuln, der auch ganz viel mit Hausbesuchen arbeitet etc., also auch sehr viel, glaube ich, über die Sorgen, Nöte der älteren Generation auch zu berichten hat und natürlich auch aus seinem Praxisleben hier in Nottuln, gerade auch nochmal in Bezug auf Corona und das, was dann alles passiert. Vielleicht darf er dann ja auch schon impfen, das wäre ja toll. Ja, an dieser Stelle würde ich dann jetzt einfach mal sagen, danke an alle auch, die uns zugehört haben, die Stunde mit uns gemeinsam ausgeharrt haben oder zwischendurch mal reingeschaut haben. Natürlich ist dieses Video auch weiterhin auf Facebook abrufbar. Direkt bei Facebook oder halt auch auf unserer CDU-Homepage findet man dann den Link auf dieses Video, sodass immer die Möglichkeit besteht, nochmal kurz reinzuhören, was denn heute in dieser interessanten Stunde alles gelaufen ist. Dann nochmal Andrea, vielen Dank und Herr Willenburg auch vielen Dank und dann sage ich einfach mal Tschüss. Ja, viele Grüße aus der Liebfrauenschule. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Ja. Ich würde mich dem Dank auch noch anschließen und auch noch mal ganz herzlich Andreas Lenter aus Havixbeck für die technische Unterstützung bedanken. Genau. Ja. Ja, das ist natürlich zusammen. Die Lappen gegangen. Tschüss. Tschüss.